hier rumstehen. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angezockt mit Dishonored Death of the Outsider. Wieso, wie du sagst, Dishonored 2? Du hast damit gar nichts zu tun. Nein. Steht da Dishonored Death of the Outsider. Ja, die sind echt nicht schlecht. Aber du hast gewiss mehr Lebensenergie bekommen. Du hast keine Chance. Dreimal den Wallknochen antippen, nicht zweimal. Da ist ein Bildermann. Aber sie hat noch eine Spinne gekriegt. Tötet sie! Oh, sie haut auch gleich ab. Weil sie bestimmt Alarm schlägt. Boah, ein dicker Köter. Okay, du bist also genauso gleich gekriegt. Gleiche Kills, nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Nicht schlecht. Dafür, dass du die ersten zwei Teile gespielt hast. Ja, die Szene hast du mir so vorgelegt, dass die mich sofort gesehen haben. Natürlich. Jetzt mache ich das anders. Jetzt schon gleich sehen, jetzt ist das hier. Jetzt ist es hier ganz anders. Ganz anders. Neues Spiel. Die Blutfliegen sind dieses Jahr widerlich. Machen einen ganz verrückt. Was kommt als nächstes? Hallo? Immer schön schlecht. Aber ich fand Ego-Shooter-Spiele genauso wie bei Thief zum Beispiel. Ego-Shooter-Spiele, oder Ego-Shooter, also Ego-Shooter, Schleichspiele in der Ego-Perspektive, immer schon recht problematisch. Ich persönlich. Mhm. Weil man halt nicht diesen Rundblick hat, wisst ihr, man muss halt so, da ist problematisch. Ich fand es aber sehr, sehr schwierig und habe mich da nicht mal angetraut. Also jetzt sieht man noch warum. Mhm. Aber naja, was man jetzt, kann man ja lernen. Absolut. Ja, ist ja nichts. Ist ja nichts Schlechtes. Ja, ist auch Gewöhnungssache. Mein Versagen ist ja nicht irgendwas Negatives an dem Spiel. Genau. Ein bisschen Krach machen, so mal gut. Hat der Kinder gehört? Weil die Maschinen hier viel zu laut. Ja, das stimmt. Was ist da jetzt hier? Hast du vollkommen richtig. Wollen wir nochmal lesen? Ja. Ob der jetzt so drei Paar Zeit gehabt, durchzulesen, wer jetzt immer noch nicht gelesen hat. Genau. Der ist selbst schuld. Na, oder halt. Aber so komisch, dass er mit der Tastatur und mit dem die Controller so noch ein bisschen rumhakelt. Aber da ist doch ein bisschen Verbesserungsbedarf, Bethesda, da könnte man mal ein bisschen dran arbeiten. So, hier. Die alternativen Wege aufspielen. Nicht schlecht. Dafür habe ich dich ja an Bord hier. Ja. So durchquetten. Okay. Die bestimmte Perk oder so. Ist hier noch nichts. Nö, verstecken kannst du dich. Aber dreh dich ruhig nochmal. Ja, ich wollte. Eigentlich hätte ich nochmal mich erinnern. Du hast da oben das Lebenselixier vergessen. War da oben nicht? Nee, aber hinter dir. Guck mal, der hängt da irgendwo dran. Und irgendwas leuchtet. Vielleicht kannst du ihn abschießen oder so, die Hand. Tragen. Ist bestimmt runtergefallen oder? Ja, wirklich doch im Boden, oder? Nö, dachte. Na gut, dann Gott, ich noch mal weiter. So, dann darfst du mal speichern, bist du schon mal hier? Wen? Sind die Hübschen bereit? Dann speichern am besten hier. Ja, ich speicher. Weil. Spiel? Speicher. Der Nike's naja im nächsten Part nicht so schwer. Ja, das so. Lass sie von alleine und alles los, was sich bewegt. Freund oder Feind. Es ist schade, dass man nicht spähen kann um die Ecke. Das ist so ein Ding, was mir fehlt. Mhm. Das ist das, was ich meine, wenn man so ein Third-Person-Spiel hat, hat man immer diese dreidimensionale Sicht. Aber pass besser auf, wenn du die Reste entsorgst. Die Wachen sollen nicht nochmal hier rumschnüffeln. Also aus der Ego-Perspektive. Mhm. Ohne jetzt schlecht zu reden, natürlich. Das ist halt jetzt so mein Verschulden. Guck mal. Kannst du dich ja nicht hinlegen, Neva? Nee. Der will darin, ja. Besser nichts als noch ein Tag wie dieser. Achtung, Eindringling! Also am besten doch denn, wenn wir jetzt Stück warten, bis wir fertig sind mit Reden, dann läuft er wahrscheinlich dahin. Und das sieht aus wie ein Hygiene, Alter. Absolut heftig. Genau, also am besten lässt du ihn dann durchlaufen. Ja. Also fertig quatschen, dann lässt du ihn ja durchlaufen und dann könntest du den von hinten. Ja, trial and error. Sie bewusstlos kloppen. Lass sie von alleine und sie gehen auf alles los, was sich bewegt. Freund oder lass dich mal machen. Wir haben einen alten Bettler in Sekunden in Fetzen gerissen. Gut, so wollen wir sie haben. Wirf ihnen noch ein paar Bettler vor. Aber pass besser auf, wenn du die Reste entsorgst. Nochmal hier rumschnüffeln.
Ja, so mache ich das. Da hinter der Kisten hin. Da durfte er mich wohl nicht sehen. Das ist die Frage, wo die Alte hiniert. Na, dieser ja, die brauchen wir nicht suchen. Die sehen wir immer. Aber wenn die da stehen bleibt und ich den probiere zu killen, dann siehst du das ja. So, dann kannst du gleich sehen, wo sie hinguckt. Viertelmond. Wenn das nicht jetzt setzt er sich dahin. Weiß ich auch nicht weiter. Als ob's nicht schlimm genug wäre. Nun soll ich nach einem Schurken mit einem Messer suchen. Warum ich? Guck mal, wie sie hinguckt. Wo sie hinguckt. Oh, du könntest ja nicht kriegen, den Typen. Ja. Kannst du ihn in den Kopf schießen eigentlich? Mit so einem Stromding? Nee. Stromding ist für elektrische Anlagen. Ah, okay. Ich dachte, er wäre zum Töten. Wahrscheinlich. Oh, weiß nicht, ob sie dann betäubt sind oder so. Wieso? Bist du ein Schussmesser da unten, oder? Elektroschock, der Ziele betäubt. Aha, da siehst du. Wir haben hier gutes Geld gemacht, bis der Ärger mit der Garde anfing. Ich warte mal noch, bis er wieder dahin läuft. Mhm. Dann kann ich den hier ausschalten. Genau. Dann kannst du sie auch gleich betäuben. Mhm. Na los, komm. Janet Leigh. Janet Leigh. Janet Leigh. Ist das die Tochter von Jet Leigh eigentlich? Die Chloe. Oder die Urgroßoma. Hast du von der Zeit her? Ja. So viele versuchen aus Kanaka wegzukommen. Kanaka. Aber wo wollen sie hin? Hier gibt es Geld, auch wenn es dreckig ist. Das ist allein meine Sache. Jo. Also einen richtigen Dialog führen die aber ohne, oder? Nee. So, ja, Quatsch. Brabbelt mal so ein bisschen vor sich hin. Das jetzt immer nach. Ja, von wegen und dann habe ich nach. Nee, du hättest ihn locker erwischen können. Na, locker. Natürlich, ja. So. Kann sein, aber muss man auch. Locker. Mach. Nee. Das ist wahrscheinlich. Sie entkommt mir nicht. Ja, jetzt hat er so gerade um ihn reponieren bist. Eindringling, tötet sie. Wochenlang Zeit gehabt, die ganze Zeit. Spiel laden. Ja. Lade mal spielen. Also ihr seht auf alle Fälle schon, dafür ist ja angezockt, dass das Spiel nicht so ganz ohne ist. Ich weiß nicht, wie das auf einfach ist, ob der Schwierigkeitsgrad da so gerade geht, aber ich denke mal nicht. Wie gesagt, ist eben durch mit viel Warten. Ja. Weil bei den anderen Teilen auch so. Wir wollen euch ja hier auch ein bisschen was bieten. Wir haben einen alten Bettler in Sekunden. Aber und meinst du nicht immer dasselbe? Nicht immer dasselbe, ja. Ja. Wirf ihn noch okay. Ein paar Bettler vor. Aber passt genau, weil die letzten zwei Parts sind scheiße gebaut. Die Wachen sollen nicht nochmal hier rumschnüffeln. Na. No. Frisch. Er ist bestimmt von den anderen Raum gelogen, weil er dich von gesehen hatte und das musste er erstmal auf die, auf die Spur gehen, was da los ist. Oh, das war echt. Nee, hatte ich noch nicht. Nee, aber. Ja. Das ist ja schon echt übel. So, okay. Jetzt wirst du sie da nicht dahinter gehen, oder? Also ich mach dahin. Jetzt mach. Achtung, Eindringling! Ist da jemand? Taste. Hey, wer bist du? Obere Taste. Na gut. Alles da. Gut, ich nehme mich zurück und genieße die Show. Ja, yeah, würde ich sagen. Und du machst jetzt hier auf Entertainer. Mach ich. Sie können sich noch nicht zurückhalten. Sie fahren alleine und sie gehen auf alles los, was sich bewegt. Freund oder Feind. Wir haben einen alten Bettler in Sekunden in Fetzen gerissen. Gut, so wollen wir sie haben. Wirf ihnen noch ein paar Bettler vor. Aber pass besser auf, wenn du die Reste entsorgst. Die Wachen sollen nicht nochmal hier rumschnüffeln. Natürlich. Nicht, dass wir das in den Arm liegen lassen, wie bei uns. Du kannst brauchst eigentlich nur vorgehen, wenn sie danach hinten läuft. So, schon mal eben Risiko weniger. Spreche am besten jetzt schon mal ab. Nochmal? Dann lass uns die Szene gleich nochmal. Aber jetzt klappt es ja dann, wenn man denn die Szene besprechen hat. Genau. Ha? Ist klar. Hat sie direkt gecheckt. Sieht alles. Ihr Gesicht, als sie gehört hat, dass sie bald stirbt, sagen die Teeblätter. Ist nicht meine Schuld. Du hörst sie ja einfach, wo es bei euch fallen müssen gleich. Oh, naja, gut. Bin halt so. Wir schlafen. Ich muss
bisschen Badesalz. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn man schon in den Bädern ist, kann man ein bisschen Badesalz mitnehmen. Wenn ja auch sauber aus den Bädern wieder rauskommt. Muss erst Badesalz und eine nette, nette Comedian. Comedian. Achso, die hat nur gesehen, dass der Typ weg ist. Ich bin sicher, da stimmt was nicht. Das kommt so rennen. Ja, schieß ab. Oder betäubst du mit dem Ding? Oder machst du weg halt. Du. So, jetzt haben wir einen Schlüssel, wa? Das ist Knochenartefakt. Okay. Aha. Was kann das da? Richtiger Hieb. Der Schwertangriff sind langsam. Aber stärker. Aha. Das ist aber nicht so geil. Aber egal. Guck mal, nimm den Apfel weg. Kannst du den ja essen. Den zu den Kötern schmeißen. Ich glaube, ich finde es nie so nett, wie wir da rauskommen. Den eigenen Hunden gefressen. Wie die darin flacken. So, ich mach zu dem Daddy da. Könnt ihr euch ein bisschen paaren. Kannst du ihn direkt essen? Ja. Oh, die Hunde, die heißt. Gehen schon ein bisschen ab. Ja. Okay, jetzt gehen wir runter zu zum Dude. Ich guck mal, ob es hier noch was gibt. Ich hab's da schon mal hier. Okay. Ja, das könnte man hier. Oh, da liegt noch ein Kugel und Geld. Geil. Hexenkarte oder was war das? Oh, Riesengeldstücke, ey. Ja. Auf so große Portemonnaie. Auf jeden Fall. Nee, ist der Typ hier auch weg. Ah ja. Jetzt kannst du das Messer wieder weg. Ach nee, wir sind noch in diesen. Diesmal nicht. Dieser andere. Ja, wir jetzt. Achso, der war ja der Typ gar nicht. Der Typ steht ja da drin. Ja. So, und jetzt mal runter zum Dude. Ja. Nochmal zu Doubt. Ja, Doubt. Zum Dude. Zum Dude, Alter. Zum Dude. Yeah! Was? Wieso hast du das getan? Ich seh ihn nicht! Da würden wir alle Angst kriegen, wa? Ui, ui. Oh, hat er gekillt. Doubt. Schlecht. Lurk, ich wusste, dass du mich eines Tages finden würdest, aber nicht so. Du warst schwer zu finden. Wie bist du hier gelandet? Lass uns woanders reden. Die Augenlosen haben mehr Geheimnisse, als du ahnst. Ich habe ein Schiff, oder was davon übrig ist. Die Dreadful Whale. Es liegt unterhalb der Akantila-Reparaturstation. Daut, ich... Spar dir die Worte, Billy. Es reicht, dass du jetzt hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Wie in alten Zeiten? Die sind vorüber. Das hier ist größer. Ein allerletzter Auftrag. Ich bin bereit. Um wen geht's? Der eine, der für alles verantwortlich ist. Kulte. Schwarze Magie. Dieses Zeichen auf meiner Hand. Wir töten den schwarzäugigen Mistkerl. Was? Den... Du willst den Outsider töten? Ein Gott? Der kann auch abgefahren Kaum habe ich ihn gefunden, zieht mich der Alte wieder in diesen okkulten Mist rein. Wenn wir beim Schiff sind, hat er so einiges zu erklären. Mal jemand zum Schiff. Ja. Ja, du konntest im zweiten Teil auch, konntest dann so nach vorne, unsichtbar nach vorne stemmen. Aha. War ja so cool. Jetzt wieder hoch. Oh, na hier nicht. Nö. Na, hochführen da, wo der Helikopter ist. Ja. War dazu quasi. Ja. Exit. Ja. Ihr habt keine Chance. Kommt raus, ihr Penner! Wow! Gut gemacht, hier? Jungs. Der Whisky geht heute auf mich. Verdammt! Na, aber haben mich danach gesehen. Ah, okay. Aber was ist ein Baby denn eigentlich? Wir sind echt ein bisschen... Echt ein bisschen tricky. Also man ist ja quasi auch echt übelst dazu gezwungen. Ja. Da mal schleichen. Ein bisschen zerteilt. Ein bisschen, ja. Boah, alle zerknallt hier, wa? Ja. Gut. Na dann ab, ich glaube hier ab zum Schiff. Das waren wir halt nicht von anderen hier. Genau, das sind doch nur mit dem Schwert am Anschlag geht durch die Gegend. Ja, wir waren halt nicht, nee.
Also mal sehen. Was war's? Ja. Dann schweigen wir uns echt gut auf. Können wir echt gut hin. Oh, da wurde schon wieder gesehen. Aber du bist doch so jemand, du würdest jetzt wahrscheinlich die Szene hier 18 Mal spielen. Mindestens 20 Mal spielen. Das ist so perfekt. Ja. Oh. Ja. Mine, Fett los! Oh, das war super. Ah, ja, das war super. Verdammt! War das dein Kumpel? Ich kriege dich schon! Okay, also jetzt wird echt zerfetzt gerade ein bisschen. Mhm. Gut, ja. Eben. Wir haben hier, unbemerkt sind wir hier durch die Genoschen reingeprescht. Stealth ohne Ende. So wie das Spiel gedacht hat. Ich würde sagen, das war Splinter Cell 2.0. 3.0. Ja. Da gibt es noch einige, die besser gemacht haben. Vier haben es perfektioniert. Du, könnte man sagen. Und sich die meisten noch ein Beispiel an uns nehmen. Aber absolut. Rind und eine Gondel. Aber der Stil ist schon ziemlich geil. Mhm. Würde ich schon sagen. Hat so ein bisschen was Edles, aber irgendwie auch so dann wieder was ja. Altes. Ja, die Gebiete sind doof. Also gerade im zweiten Teil, die waren echt super cool abwechslungsreich. Ja. Und meiner Meinung nach war zwei der besten Level, die ich je gespielt habe. Also Mission abgeschlossen. Mit tödlichem Angriff, nicht schlecht. Nein. Okay. Wie oft wurden wir entdeckt? Entdeckung 13. 13 Mal. Leichen entdeckt. Ja. Fünf Leichen wurden entdeckt. Degel für 10 insgesamt. Ja, ja, gute Quote. Ja, die Hälfte der Leichen entdeckt. Ja, genau. Ja, würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Okay. Vom Angezockt. Reicht ja, wie ihr mal zeigt, was geht. Genau. Ihr habt ja einen kleinen Eindruck bekommen. Genau, habt einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Dass es hier mit einfach so Schnetzeln und so ist zwar möglich, aber ist nicht unbedingt der Sinn des Spiels. Nee. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie der weitergeht, dann schreibt es in den Kommentar, wenn ihr ein Let's Play davon sehen wollt. Ansonsten zockt selber, ich denke mal, das ist ein ganz lustiges Spiel. Wie gesagt, ich kann damit jetzt noch nicht so viel, kann mich noch nicht identifizieren, weil ich aber nicht sagen muss, es ein schlechtes Spiel ist. Es macht schon, also macht mich schon neugierig, das Spiel, aber ich müsste wahrscheinlich die ersten Splinter Cell gespielt haben, da ich dann so da ein bisschen mit durchsehe. Ja, sollte man auf jeden Fall auch, weil die Story oft aufbauend ist, ja. Von jedem Teil zum Teil und du doch schon mehr die Hintergründe dann verstehst, als wenn du jetzt einfach so den Teil spielst. Aber ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich habe die anderen Teile sehr gemocht. Aha. Sehr gerne gespielt. Klar ist ein Spiel mit häufigen Trial and Error, weil es eben, wie Christian schon gesagt hat, doch ein bisschen mit aha. Schleichen ist und mehrmals den gleichen Weg. Und wahrscheinlich öfters speichern, wir laden, speichern, neu laden, speichern, neu laden. Genau. Also wenn ihr euch da direkt wiederfindet und ihr sagt, genau, das ist genau mein Spiel, dann kauft. Genau. Ihr könnt so gerne unter unsere Affiliate-Dings kaufen. Schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Ich bedanke mich bei euch für die Unterstützung, für die Aufmerksamkeit und sage mit allen bekannten Worten. Bis neulich. Bis neulich, Freunde.